Heiraten? Ja, die fünf Väter ihrer Kinder. Wen? Ich meine, den Vater ihrer fünf Kinder, den Fremdenlegionär. Fremdenlegionär? Ja. Liebwerteste Künstlerin, Sie haben uns gerade noch gefehlt. Oh, verehrtester Freund! Nein, die Überraschung. Und was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches? Wissen Sie, ich konnte es nicht mehr erwarten. Oh, wie originell, ein Thron. Ich muss die Geschichte zu Ende hören. Sollen Sie, meine Liebste, sollen Sie? Ja. Wollen Sie bitte einstweilen nur hier hineingehen? Ja, gerne. Hier sind wir ganz ungestört. Ja. Ja, ich komme gleich nach. Ich hole uns nur noch ein Schnäpschen. Köstlich! Ja. Jetzt schon wieder? Wo ist denn die Dame? Ein Herz in Flammen rollt dem Abgrund zu. Willst du mir nicht endlich mal erklären, was das alles bedeutet? Später, später. Schließ jetzt schleunigst im Parterre sämtliche Fensterläden zu. Vielleicht brauchen wir noch mehr Einzelzellen. Also das halte ich nicht mehr lange aus. Hilfe! Hilfe. Keine Angst, mein Lieber. Ich bin nur gekommen, um Ihnen zu sagen, dass aus unserer Nummer leider nichts werden kann. Ja. Hoffentlich haben Sie sich nicht schon zu sehr gefreut. Oh, machen Sie sich da keine Sorgen. Mein Partner ist nämlich wieder gesund geworden. Ja. Sein Ohr ist wieder dran und hält sogar. Komm her, Kleiner. Das ist der Partner. Ja. Lieb. Mach dein Diener. Au. Oh, der ist ja wieder ganz in Ordnung. Ja. So, jetzt gehen wir wieder. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Darf ich die Herren zur Feier unseres Wiedersehens zu einem kühlen Trunk einladen? Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Ja, dann bitte folgen Sie mir. Ja, bitte, gerne. Hier, in mein gemütliches Trinkstübchen. Ja, sehr gerne. Hier geht es hinunter. Gehen Sie voraus und fangen Sie ruhig an. Ich komme gleich nach. Ja. Schwiegersohn in meine Arme. Schwiegersohn? Denken Sie, mein Häschen ist mit allem einverstanden. Sie ist noch draußen in meinem Gepäck, sie wird gleich hier sein. Bis nachher, Schwiegersohn. Du hast dich verlobt, sagt die Dame. Die kann doch sagen, was sie will. Wenn die wiederkommt, sperre ich sie in den Kohlenkeller. Philipp, hör mich an. Sei ganz ruhig. Mhm. Ich rufe sofort den Arzt an. Verschwind! Entschuldigen Sie, ich wollte Herrn Philipp Knapproth sprechen. Hier, da ist er. Ach, sieh da, der edle Hamlet. Hamlet? Jetzt sind wir komplett. Was verschafft mir das Vergnügen? Liberta Othello. Othello? Othello, Sie schenem. Mein armer, armer Philipp. Lieber Herr Knapproth, ich komme mit einer herzlichen Bitte. Herr Schunze. Wer ist denn das? Der dunkelbenommene Jüngling, der in die Posaune bläst. Ach, der? Ja, der hat mir erzählt, dass Sie Neiter einer Schandpnattengesellschaft sind. Ja, hm? Ich lasse mich auch musikalisch ausbinden. Und da dachte ich, vielleicht könnten Sie mich einmal auf eine Schandpnatte trennen lassen. Machen Sie nicht natürlich keinen Schnager oder eine Schnunze. Nein, nein, nein. Eine schnichte, knassische Arie. Neise fnehen meine Nieder. Wo tue ich denn den jetzt hin? Fehlt Ihnen etwas? Nein, nein, nein. Ich habe eine große Überraschung für Sie. Das wird Sie sehr freuen. Ihr Vormund, der Herr Professor Schöller, wird nämlich auch gleich hier sein. Herr Schöller, ach, um Himmels Willen, der darf mich keinesfalls hier benicken. Wo verstecke ich mich denn schnell? Besetzt! Besetzt! Auch besetzt! Alles besetzt. Wie entsetzlich. Aber bitte, hier wäre noch etwas. Oh, vielen Dank. Da ist ja ein Kneiderschrank. Das ist das Einzige, was frei ist. Aber es riecht fürchterlich nach Mottenpulver. Ja, dann kommen Ihnen wenigstens keine Motten ins Gehirn. Ja, die Luft legt sich auf meine Lungenflügen. Ja, dann halt die Luft an. Ja. Ich harnte das nicht aus, ein Glas Wasser, bitte. Ja, vielleicht noch ein Pinsner gefällig. Ja. Was machst du denn jetzt schon wieder? Guten Tag, Herr Professor Schöller. Bitte treten Sie näher. Das ist nett, dass Sie mich besuchen kommen. Bitte, bitte wollen Sie Platz nehmen? Nun, wie geht es Ihnen? Lieber, lieber Bruder. Wer hat denn da genießt? Das war im Schrank. Im Schrank? So, Herr Professor, jetzt sind wir ungestört. Jetzt können wir plaudern, solange wir wollen.
das doch Schlimmer sein. Herr Professor, ach, du, der erste vernünftige Mensch, der heute hier auftaucht. Ja, habt ihr denn das nicht gemerkt? Euer ganzes Irrenhaus ist entsprungen. Alle sind hier bei mir. Was? Naja, ich habe bereits jeden Einzelnen eingesperrt und an Schöller telegrafiert. Das wird er jetzt sein. Ach du meine Güte. Ja, aber was haben Sie denn, gegen die Frau? Weswegen sind Sie denn so erregt? Herr Professor! Ja? Herr Professor, ein Glück, dass Sie da sind. Wieso, was ist denn geschehen? Ich habe im ganzen Haus kein Zimmer mehr frei. In jedem sitzt einer. Wer sitzt? Einer von Ihren Vögeln. Sie haben doch... haben Sie mein Telegramm nicht bekommen? Nein, ich bin nur hierher gekommen, um Eugen zurückzuholen, den ich höre. Dieser Schlingel ist heimlich zu Ihnen gefahren. Der Schlingel? Ja. Alle sind hier. Das ganze Nest ist ausgeflogen. Und Sie wissen natürlich von nichts. Was soll ich denn wissen? Ja, wie wollen Sie denn die ganze Gesellschaft wieder zurücktransportieren? Glauben Sie vielleicht, Ihre Vögel fliegen von allein wieder nach Hause? Ich bin doch kein Irrenarzt! Ich weiß schon nicht mehr, bin ich verrückt oder die anderen. Hier stimmt doch irgendetwas nicht. Erlauben Sie mal, ja? Bitte nicht Sie. Hm? Das wird mir jetzt Verschiedenes klar. Aber beruhigen Sie sich, liebe Frau. Das Nötige wird sofort hier sein. Krankenwärter und Zwangsjacke. Nicht für Sie. Für ihn natürlich. Kommen Sie. Kommen Sie. Hier ist mein Häschen. Meine Nichte. Das ist das Häschen? Ein süßes Häschen. Das erste Erfreuliche heute. Aber ich glaube, wir kennen uns doch schon, mein Häschen. Ich glaube kaum, gnädige Frau, dass das die richtige Partie für mich ist. Aber für mich, Onkel, verzeih, wenn du sie nicht willst. Ich nehme sie mit Vergnügen. Oho, das ist aber schnell gegangen. Ihr habt euch doch erst einmal im Leben gesehen. Nein, Onkel, wir kennen uns schon... lange. Was denn hinter meinem Rücken? Ja, bitte sei mir nicht böse, Onkel, aber du hast uns leider zu einem furchtbaren Schwindel gezwungen. Was für ein Schwindel? Ja, du wolltest doch unbedingt meine Heilanstalt sehen. Ja, und? Also, so habe ich dich stattdessen in die Pension Scheller geführt. Was heißt stattdessen? Ja, die Pension Scheller, das ist gar keine Irrenanstalt. Ja, alle Leute, die du hier eingesperrt hast, das sind vollkommen normale und friedliche Menschen. Hilfe! Luft! Luft, Clavigo! Hilfe! Mein Glück! Mir ist eine Fliege in den Hals geflogen. Hilfe! 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 Eine komische Strengstübchen. Komm, wir gehen nach Hörtig bei meinen Portokunden!